Im Vergleich zu Sorafenib, das kennen Sie alle vom Nierenzellkarzinom her, unterscheidet es sich wirklich nur durch eine Methylierung. Aber Sie werden gleich sehen, es hat extrem gute Effekte. Zugelassen ist es, während das aufgerufen wird, darf ich das an der Stelle noch sagen, ist es ja vor kurzem auch für kolorektale Karzinome in der Last Line nach Vorbehandlung. Und jetzt hören wir die Daten zu GIST-Tumoren. Herr Reichert. Herr Oberkamp, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich war gebeten, das auf 2 Folien zu beschränken, habe mir erlaubt, trotzdem 4 draus zu machen. Kann also nur ganz kurz darauf eingehen. Es handelt sich hier um eine weltweite... Bitte rechnen wir. Wie viel hast du erwartet? Gut, wir lassen die üblichen Scherzfolien, die Professor Ehninger und ich gerne austauschen, wenn etwas mehr Zeit ist, jetzt hier aus nachvollziehbaren Gründen weg. Das Besondere an der Studie ist hier, es handelt sich um eine global durchgeführte Studie. Sie sehen hier mehrere Kontinente. Wir hatten an der Studie immerhin so maßgeblichen Anteil, dass wir die jetzt hier durchaus stolz präsentieren können, auch auf dem deutsch-österreichisch-schweizerischen Fachgruppentreffen. Es geht um den Einsatz von Regorafenib bei Patienten mit gastrointestinalen Stromatumoren. Sie wissen, wir haben in der Erstlinientherapie mit Imatinib einen global akzeptierten Goldstandard seit ungefähr 10 Jahren. Wir haben dann mit Sunitinib einen schon nur noch in Teilen der Welt akzeptierten und verfügbaren Zweitlinienstandard. Und es gab bislang keine Substanz, die sich in der Drittlinientherapie, zumindest im Kontext einer randomisierten klinischen Studie, als wirksam und gegen einen Vergleichsarm überlegen erwiesen hätte. Regorafenib ist ein Multikinase-Inhibitor, der mehrere Kinasen inhibiert, insbesondere auch die für gastrointestinale Stromatumoren sehr relevant sind, nämlich KIT, VEGF-Rezeptor 1, PDGF-Rezeptor Beta und einige andere mehr. Also ein breiter Ansatz, der von der Basis her, von der Theorie bei gastrointestinalen Stromatumoren gut wirken sollte, in einer Vorstudie, einer kleinen Phase 2-Studie, auch sehr vielversprechende Ergebnisse gebracht hat und daraufhin dann gleich sehr rasch konsequent in eine globale Drittlinienstudie, Phase 3 randomisiert, Placebo kontrolliert, überführt wurde. Patienten, wie gesagt, waren vorbehandelt mit mindestens Imatinib und Sunitinib, also den beiden etablierten Therapielinien, konnten aber auch weitere experimentelle Therapien bereits erhalten haben. Die Randomisierung 2:1 in Regorafenib plus natürlich maximal supportive Therapie versus Placebo plus supportive Therapie. Noch zu bemerken, die Therapie mit Regorafenib ist nicht dauerhaft, sondern 3 Wochen Therapie, 1 Woche Pause, also etwas anders als beispielsweise Imatinib. Patienten konnten nach Krankheitsprogression entblindet und in den Verumarm überführt wurden. Das ist sehr wichtig, auch für die ethische Verantwortung im Umgang mit derartigen Studien. Also ein Patient, der ein Placebo bekommt in der Therapielinie, hat dann doch später glücklicherweise die Chance, von dem Medikament eine Linie später dann noch zu profitieren. Das Ergebnis, der Zielpunkt war das progressionsfreie Überleben, also Zeit von Therapie. Wie lange kann man denn das Voranschreiten der Erkrankung aufhalten? Sie sehen, ohne Therapie im Placeboarm gelingt das in weniger als 1 Monat. Das heißt, Patienten, die man nicht behandelt, zeigen unmittelbar ein Voranschreiten ihrer Erkrankung mit Regorafenib beinahe 5 Monate. Also ein sehr maßgeblich, auch klinisch bedeutsamer Unterschied. Und Sie sehen, die Kurve verläuft relativ flach. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Patienten, die auch weit über ein halbes Jahr, wir haben jetzt Patienten, die über 1 Jahr in dieser Therapie sich befinden, davon profitieren können. Die Überlebenskurve habe ich Ihnen nicht gezeigt. Glücklicherweise sehen wir hier erwartungsgemäß durch das Crossover-Design keinen Unterschied. Wir konnten nachweisen, dass der Benefit von Regorafenib in der Randomisierung auf Regorafenib genauso gut ist wie im Wechsel nach Randomisierung auf Placebo, dann Progress und dann Wechsel auf Regorafenib. Die Patienten profitieren dann genauso gut, haben also glücklicherweise keinen Nachteil erlitten.
durch die vorübergehende Randomisierung auf Placebo konnten durch das Crossover dann das wettmachen und die Überlebenskurven sind vollkommen parallel. Das ist eine auch für uns natürlich sehr beruhigende Erkenntnis, dass wir hier den Patienten durch die Randomisierung nicht geschadet haben. Die Überlebenszeiten sind bemerkenswert, hier ist der Median noch nicht erreicht. Und summa summarum, wir haben mit Regorafenib jetzt die erste Substanz, die in einer randomisierten, placebo-kontrollierten Studie einen hochsignifikanten Vorteil gezeigt hat und haben es hier wohl in Kürze mit dem nächsten zugelassenen Drittlinienmedikament für fortgeschrittene gastrointestinale Stromatumoren zu tun. Vielen Dank. Herzlichen Dank.